Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, du hast den Titel richtig gelesen. Ich male heute die Kunst von meinem Sims 1:1 nach. Ja. Die Idee kam mir, als ich Videoideen für dieses Jahr gebrainstormt habe und ich habe die auf Instagram in meiner Story geteilt, weil ich das eben ab und an mal mache und eure Meinung haben will zu verschiedensten Videothemen, immer mal wieder. Und diese Idee, ich hätte niemals gedacht, dass so viele die gut finden, aber ihr fandet die tatsächlich gut. Also ja, jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir heute Kunst von meinem Sims nach. Und um auch noch so einen kleinen Twist einzubauen, dachte ich mir, ich mache ja viele Kunst, TikToks, Shorts, Reels, also Shortformen, Sachen über Malerei. Und ich habe das immer mal wieder, dass auf TikTok meine Kunst nicht unbedingt gut ankommt und viele Leute das immer so sehr gerne kritisieren und in Frage stellen. Und ich dachte mir, was, wenn ich die Leute auf TikTok so ein bisschen hops nehme und einfach meinen TikTok ganz normal aufnehme und das poste und das aber als meine Arbeit verkaufe? Einfach mal, um zu gucken, was da passiert. Ich finde das lustig. Das machen wir. Ich bin gespannt, ob jemand das erkennt, dass es gar nicht von mir ist, sondern von Sims. Mein erster Schritt für das Ganze ist also erstmal, ein Sims zu erstellen. Ich habe natürlich mich selber erstellt. Ich dachte auch, ah, vielleicht das ist irgendwie so ganz cute, wenn das so ein stereotypischer Künstleropa ist. Aber ich dachte dann, nee, komm, für dieses Video hier stell mal jemanden, der so ein bisschen zumindest mir ähnlich ist. Habe also in Erstelle deinen Sims ein bisschen, ja, rumgespielt und geguckt. Ich finde, sie sieht mir schon so ein bisschen ähnlich aus. Und es ist ja auch immer wichtig, als Fähigkeiten habe ich dann auch sowas genommen wie irgendwie, ich glaube, kreativ, perfektionistisch, lauter solche Sachen, die es mir halt ermöglichen, schneller bei meinem Ziel, nämlich Malerei Level 10, anzukommen. Und dann sind wir eingezogen in unser Künstler-Apartment in dieser Großstadt. Also ich habe so tausende Add-ons bei Sims. Ich liebe Sims. Ich habe das so viel gespielt früher. Das ist übrigens hier nicht gesponsert von Sims. I wish. I wish. Ich habe also angefangen zu malen und dieser Sims hat echt super schnell malen gelernt. Also ging richtig schnell von Level 1 bis Level 4. Ich glaube, so 10 Minuten gedauert und wir hatten schon irgendwie die ersten Sachen gemalt. Dass wir so gut im Malen sind, liegt wahrscheinlich daran, dass ich diese Fähigkeiten gezielt ausgewählt habe. Ich dachte irgendwie, ich spiele jetzt so 5 Tage Sims, bis ich da angekommen bin, aber hat dann irgendwie doch an einem Abend ganz gut geklappt. Jette sollte über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Informiere dich über ihre Option. Nein, wir gehen nicht. Wir gehen nicht zur Schule. Wir werden Künstler. Ich fand auch so, ab Level 4 hat auch schon unser Sims richtig nice Bilder gemalt und auch echt Sachen, wo ich sagen würde, okay, die haben Potenzial für dieses Video. Man kann halt eben auswählen, ob man was Impressionistisches malen will, ob man was Abstraktes malen will, ein klassisches Gemälde. Man kann Pop-Art-Bilder malen, also man kann echt super viele verschiedene Arten von Stilrichtungen malen. Deswegen habe ich halt eben einmal alles ausprobiert und immer auch kleine, mittelgroße und große Gemälde ausgewählt, dass ich eben dann am Ende gucken kann, okay, was davon kommt für dieses Video in Frage. Und je länger man malt, desto schwieriger ist es halt, in den Leveln zu wachsen. Also von Level 9 bis Level 10 hat es, glaube ich, echt am längsten gedauert. Und dann irgendwann waren wir endlich dabei angekommen, nach so 2 Stunden Sims spielen. Yay! Level 10! And we have to pee. Ja, dann geh doch! Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt einiges gemalt. Ich werde langsam müde. Es ist 1 Uhr nachts. Ich habe gerade 2,5 Stunden Sims gespielt und hier nur gemalt, wie man sieht. Und finde die Sachen, die hier an der Wand hängen, ganz cool. Also sowohl diese Stillleben-Sachen, weil ich auch gerade Stillleben mache, dachte ich, passt das ganz gut. Das mit der Wassermelone hier oben finde ich aber irgendwie auch ganz witzig. Ich dachte, wir machen so ein paar verschiedene, nicht nur ähnliche, sondern auch ein paar andere. Ich schlafe jetzt mal eine Nacht drüber und dann entscheide ich mal morgen, welche dieser Bilder ich malen werde. Ich möchte außerdem die 400.000 Abonnenten auf YouTube erreichen. Wenn du also Lust hast, meine kreative Arbeit und meine Kunst zu unterstützen, dann kannst du das mit einem Abo sehr gerne tun. Wir sind jetzt hier in meinem Kunststudio. Herzlich willkommen. Und ich habe mir gestern Abend Screenshots gemacht von den Bildern, die ich finde, die besonders gut in dieses Video passen.
Und eins meiner Favorites ist auf jeden Fall dieses hier mit diesen Kerzen, dem Räucherstäbchen und so, weil ich nämlich aktuell viel so Stillleben male, also zum Beispiel neulich gerade erst eins gemacht, ich habe auch YouTube-Videos dazu oder auch in meiner Art-Vlog-Serie. Und würden Leute dieses Bild nicht von Sims kennen, würde das denen wahrscheinlich sogar nicht auffallen. Und das finde ich witzig. Das finde ich sehr witzig. Wir haben aber auch noch andere Stillleben, die auch in Frage kommen würden, wie zum Beispiel dieses hier mit dieser Lampe, der Weinflasche, den Gläsern. Oder wir haben auch das hier, das ist auch so ja, super artsy und finde ich halt auch eigentlich ganz cool und passt auch zu meiner Arbeit wegen eben Stillleben. Aber ich will irgendwie auch so ein paar Sachen malen, die so ein bisschen weird sind, weil ich finde, das macht eben auch voll Sims aus, dass die Ergebnisse halt echt auch so ein bisschen komisch sind. Zum Beispiel dieses hier. Das kam raus, als ich angegeben habe, ich möchte gerne ein surrealistisches Bild. Und das finde ich auch extrem funny mit diesem Wein. Und dann haben wir noch dieses Landschaftsgemälde und ich glaube, da denkt man jetzt auch nicht im ersten Blick, wenn man das ohne Kontext mit Sims sieht, dass das eben aus einem Computerspiel ist. Und dann haben wir noch dieses Bild mit dieser Sonne. Und das ist auch so ein Kandidat, wenn ich sowas malen würde und posten würde, würden Leute denken, was ist mit Jette? Hat sie irgendwie eine kreative Krise oder was ist da los? Deswegen würde ich sagen, wir malen jetzt mal zuerst dieses Kerzenbild. Ich bin sehr gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde. Also ja, ich schlüpfe mal in meine Malkleidung. Ob ich mich auch genauso angezogen habe wie mein Sim? Natürlich. Beziehungsweise eigentlich kleidet sich mein Sim eher wie ich. Anyway, starten wir mit dem ersten Bild. Und zwar wird das, wie gesagt, dieses Stillleben mit den Kerzen drauf. Da habe ich erstmal eine Skizze angefertigt mit Bleistift, so ein bisschen als Untergrund. Und darüber habe ich dann erstmal in so einer dunkelroten, braunen Farbe wie so ein Underpainting gemalt, weil ich finde, in dem Original sieht man auch so ein bisschen Textur und das kann man mit so einem Underpainting ganz gut machen. Ihr werdet gleich auf jeden Fall ein bisschen besser auch sehen, was ich meine. Aber habe das erstmal trocknen lassen und jetzt mache ich weiter mit der Farbe. Habe also so einen hellblauen Fliederton als Hintergrund aufgetragen. Und ich glaube, jetzt seht ihr auch ganz gut, was ich meine mit Textur. Erstmal flächig den Hintergrund und eben den Vordergrund, also diese Fläche, auf der die Objekte stehen, gemalt. Und dann diesen, ich weiß nicht, was das genau sein soll. Ist das ein Kerzenständer? Aber eben dieses, ja, organische Objekt, ich nenne es jetzt mal so, / Kerzenständer angemalt. Und das hat echt auch Spaß gemacht, das zu malen. Ich fand die Formen ganz cool und ganz interessant. Hab dann nochmal den Hintergrund heller überarbeitet, weil die Farbe so nachgedunkelt ist. Und dann habe ich den Kerzenständer noch weiter gemalt, die anderen Objekte, den Schattenwurf vom Kerzenständer und eben diese Pyramidenkerze, diese Dreieckskerze. Zum Schluss dann noch ein paar Details und dieses Feuerzeug unten rechts. Ich finde irgendwie die Komposition von diesem Bild ganz cool. Deswegen habe ich das auch gemalt. Ich finde es einfach irgendwie interessant. Das ist also unser Kunstwerk Nummer 1, was ich von meinem Sims kopiert habe. Und ich bin später auf die Reaktion davon sehr gespannt, weil ich nicht glaube, dass man das merkt, dass es von Sims ist. Bild Nummer 2 wird dieses surrealistische Weinstillleben. Und da habe ich genau ähnlich gearbeitet wie eben. Also erstmal eine Skizze und dann diesen Gradient. Ich male nie Gradients, deswegen war das auf jeden Fall mal interessant. Habe mit so einem Grünton angefangen, also relativ knallig auch. Und mich dann ein bisschen mehr ins Gelb gearbeitet. Das Gute ist auch, dass man eben die Bleistiftskizze auch noch durchsieht. Und dann konnte ich, als das dann trocken war, dann auch mit diesem Dunkelrotton weiterarbeiten. Finde auch einfach diese Farbe über diesem Gradient echt cool. Also bei dem Bild hat mir irgendwie die Farbe ganz gut gefallen. Ich würde natürlich auch so nie arbeiten, weil es ist halt schon echt ein interessantes Motiv, sagen wir mal so. Aber sehr fantasievoll auch. Auch mit diesen Weinspritzern, um diese dunkelrote Farbe. Man könnte auch denken, das sei Blut oder so. Es sieht echt auch ein bisschen verkehrt aus, aber okay. Als das Dunkelrot trocken war, habe ich dann noch das Glas gemalt, dieses Weinglas, was so umgekehrt von oben kommt. Und dann noch ein paar Details bei der Flasche sowie das Etikett. Und dann ist das unser zweites Bild, ein surrealistisches Bild, was mein Sims gemalt hat. Und auf jeden Fall ein sehr fantasievolles Bild meines Simses. Simses? Sagt man das so? Von meinem Sims? Also da bin ich auch sehr gespannt auf die Reaktion, weil ich einfach niemals in diesem Stil sonst arbeiten würde. Und zu Bild Nummer 3 bin ich auch sehr gespannt. Auch da habe ich angefangen mit einem Gradient, diesmal nicht mit Skizze, aber habe eben diese Farben ineinander gearbeitet,
die mir dann doch echt ziemlich nachgedunkelt sind, aber es hat auch ganz gut gepasst, weil das Originalbild ist auch relativ dunkel im Hintergrund. Hab das dann trocknen lassen und danach mit diesen Lichtreflexen weitergemacht. Also diese Kreise, jeweils die zwei kleinen unten und dann eben dieser große Punkt oben, also es eigentlich aussieht wie eine Sonne. Und dann habe ich darum diese Sonnenstrahlen gemalt. Ich weiß auch nicht, also ich hatte echt Angst, das zu posten, weil ich mir so denke, oh je, da werde ich richtig Hate für kriegen. Ihr werdet ja gleich auch die Reaktion sehen in dem Video. Aber ich würde einfach niemals so arbeiten. Und damit ich dann auch so ein bisschen was in Anführungszeichen Normaleres habe, habe ich dann noch ein viertes Bild gemalt. Mein Plan war 3, aber ich hatte irgendwie so viel Zeit und war echt schnell, dass ich dann noch ein weiteres gemalt habe, hier mit so einem Underpainting angefangen habe. Und jetzt seht ihr ganz gut, in der zweiten Schicht muss ich dann einfach auch mit ein bisschen weniger Farbe arbeiten und kann dann die Wolken, also im Himmel, da so rauftupfen. Habe dann in so kreisenden Pinselbewegungen gearbeitet und das war echt auch eine nice Übung, weil ich würde voll gerne mehr Landschaften malen, macht das halt so gut wie nie. Das einzige Mal war vielleicht in meinem Monet-Video. Hab das also erstmal so verblendet und dann immer mehr Farben aufgebaut. Und diese Szene erinnert mich auch total an die Zypressen von Van Gogh, wenn ihr das kennt. Also ich finde, das Bild ist auf jeden Fall das, was ich von den Bildern, die ich gemalt habe, irgendwie für mich am coolsten fand. Auf jeden Fall als Übung ziemlich nice. Und da glaube ich, wenn ich das so hochladen würde, würde niemand das in Frage stellen. Und niemand würde denken, das ist von den Sims. Seid ehrlich, wenn ihr es nicht wüsstet, dass diese Bilder aus Sims sind, würdet ihr das merken? Ich werde auf jeden Fall jetzt kleine Videos zu diesen Bildern schneiden, die posten und dann mal gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt und update euch. Kann euch auch die ganzen Videos mal in der Infobox verlinken. Aber ich habe heute wirklich viel geschafft. 4 Sims-Bilder gemalt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich schaffe so 2 oder 1. Es ist jetzt so 2 Tage später und ich zeige euch erstmal das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das habe ich gepostet, sogar auf allen Plattformen, also auf TikTok, auf Instagram und auf Shorts, damit ich eben so viele Chancen wie möglich habe, dass das eben auch vielen Leuten vorgeschlagen wird. Ich habe ja mit allem gerechnet. Aber nicht damit, dass es gut ankommt. Ich habe danach gefragt, welches denn euer Favorit sei und alle schreiben irgendwie, das erste und das letzte sind die besten. Das fand ich ganz süß, dass es halt so positiv ist. Also es ist halt echt, das spricht sehr für meine Community und ich bin euch da auch sehr dankbar, dass halt irgendwie alles so auch akzeptiert wird und kein Hate da ist. Wobei ich auch da vermutet hätte, dass ein paar Leute vielleicht so das bisschen in Frage stellen, was ich mache. Ich glaube halt, viele haben sich so ihren Teil gedacht, aber es nicht geschrieben. Falls du dazu gehörst, kannst du unter diesem Video jetzt gerne kommentieren. Auf TikTok habe ich dann aber noch zu 3 Bildern einzelne Videos gemacht und eben gefragt, wie ich die nennen soll, weil das ja auch so ein Feature ist, dass man auf Sims auch Bilder benennen kann. Zu dem Stillleben kamen eigentlich auch nur 3 Kommentare. Also überhaupt nicht viel Interaktion damit. Das Weinbild hat dann auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Engagement bekommen. Da habe ich auch nach Namensvorschlägen gefragt und da kommen auch ganz ernsthafte, tolle, kreative Vorschläge. Nur eine einzige Person. Grüße gehen raus an dich, Liv Mirabel, vielleicht an Swifty. Hi. Sie schreibt, Sims-Spieler sehen, was hier los ist. Richtig nice. Und du bist die einzige Person, die das gemerkt hat. Props to you. Bei dem Sonnenscheinbild, ich finde es auch so ironisch einfach, wie ich das da präsentiert habe. Und das wurde auch nicht gehatet. Da hat auch nur eine Person geschrieben, du findest es schön. Auch da kommen richtig viele süße Namensvorschläge. Überraschenderweise kam auf YouTube Shorts am meisten Hate, also auf diesem Kanal. Und da schreibt jemand, is this supposed to be a joke? Und es hat auch 4 Likes, also es scheinen sich auch andere zu denken. Jemand hat auch einfach nur so Artist kommentiert, so ein bisschen passive-aggressive. Und jemand schreibt, mich nerven die Shorts. Also, ja. Das ist alles, was ich bekommen habe. Ich werde jetzt gleich die Auflösung posten und ich bin mal gespannt, ob dann Leute kommentieren werden. Oh mein Gott, ich habe mich ja zurückgehalten, aber ich fand das wirklich gar nicht schön. Kann ich mir auch gut vorstellen. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich würde mich über die Unterstützung sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.